Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Johnny steht hier, lädt wieder Milch ab. Und diesmal scheint es zu klappen. Ja. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Oh. Oh, Johnny, warte mal. Hier sind ja nur noch 50.000 Milch drinne. Okay, dann hör bitte auf damit. Weil die 50.000 Milch brauchen wir ja noch für unsere Verkaufen. Und nächste Fuhre. Die 50.000 Milch brauchen wir ja für unsere Fabriken. Bei euch läuft alles? Da fährt einer, da fährt einer. Da wartet einer. Alles klar. So, jetzt muss ich mal den Milchtruck wegfahren. Damit er nicht im Weg steht. Wie sieht es hier mit Gülle aus? Ja, seht ihr, 278.000 Gülle. Hier haben wir noch 150.000 Mist. Und wir haben einen Truck, der seinen Job gut erledigt hat. Mit etwas Hilfe. Dieser Lidl 11,50, wa? So. Gut. Du machst letzte Runde. Gut, dann gucken wir mal rein. Ja, wunderbar, 340.000, 250.000. Dann gucken wir jetzt mal in die Fabriken rein. Hier sind noch 300.000, die ist rot. Okay, ich kümmere mich jetzt um das Gras. Theoretisch müsste es jetzt fertig sein, weil der zeigt mir hier keine Zahl mehr an. Und wir hatten ihn ja mit einer Zahl losgeschickt. Oder hast du deine Zahl vergessen? Ja, hat er. Okay, Freundchen, pass auf. Dann wirst du jetzt nach Kuhstall 2 Futter. Oh, warte mal. Kuhstall 2, Kuhstall Tiere, Kuhstall Milch, Kuhstall Stroh. Da müsste doch hier oben irgendwo stehen, Kuhstall 2 Futter. Hier, Kuhfutter, Kuhstall 1 Futter, Kuhstall 2 Futter. Pass auf, Freundchen. Kuhstall 2 Futter. Du verteilst auf beide von Futteranlage 2, haben wir gesagt, wa? Ja. Fährst du mal 8 Mal. Dann machst du gleich beide voll. Hast du zu tun für heute? Dann hat sich die Sache. So. Und wir kümmern uns jetzt ums Gras. Das heißt, ich drücke erstmal eine falsche Taste. Wobei, das ist die richtige Taste. Warum sage ich eigentlich den Trucks nicht? Die sollen gleich. Na gut. Wobei, das kann ich machen. Pass auf. Freundchen. Bleib mal hier. Halt mal an. Halt mal an. Fahr du mal bitte zu den Futteranlagen. Zu allen drei. Lade dort das Gras ab.
fährst du jetzt zur 1, ich fahre zur 2. Wir treffen uns dort. Mal sehen, ob es klappt. Ich teste das mal mit einem aus. Wobei, wir können gleich auf alle einstellen. Dann sollen die das doch machen. Ich meine, es sind 3 LKWs. Die sollten genug Zeit haben, dass sie trotzdem wieder rechtzeitig zurück sind. So, abladen. Warte kurz. Oh, warte, geht das? Tatsache! Ich kann aufladen und abladen gleichzeitig. Nein. Doch. Nein. Ich kann erst wieder abladen, wenn er mit seinem Aufladen fertig ist. So gut sind sie dann doch nicht. So, tschüss. Da kommt er. Perfekt. So, das heißt, du wirst, bist du voll? Tatsache. Du wirst abladen bei, was haben wir gesagt? Bei Futteranlage, nee, warte. Bei Futteranlage 3 haben wir gesagt. Ha? Oder? Warte mal, ganz schnell gucken. Futteranlage 1 hat jetzt Gras bekommen, Futteranlage 2 hat Gras bekommen und Futteranlage 3. Genau, du fängst bei Futteranlage 3 an, verteilst wieder auf alle 3 und jubiahe. Ja, cool. Spart mir Arbeit. Und der dritte, der füllt das Zeug ins Hauptsilo rein. Damit da auch was ankommt. Na klar. Warum nicht? Warum nicht? So. Genau. Wie lange machst du noch? Ende dieser Folge. Super. Bis dahin müssen wir mit allen fertig sein. Und dann geht es in den Dezember. Du bist fertig. Du? Dich brauchen wir nicht. Doch, warte. Wir wollten Raps machen. Wir wollten Raps machen. Dann nehme ich auch den großen. Wie viel Raps haben wir denn noch? 96.000. Wer braucht denn alles Raps? Als erstes du. Du hast auch 11.000. Ja, dann machen wir hier einmal Raps rein und den Rest schütten wir oben in die Mühlen. Die können 27... Ach, ich mache hier das... War eine volle Ladung rein. Das sind, glaube ich, 20.000 oder so oder 19. 60, ja, passt. Stopp, R, so. Raps. Warte. Nein. Nein. Wenn ihr mit dem Raps leer seid, Freunde, dann schalte ich euch ab. Ihr werdet keinen Raps mehr machen.
Eins, zwei, drei, vier, genau. Und zwar werde ich den Raps. Ach, die Mühlen da hinten können ja gar kein Öl mehr machen. Ah, das ist doof. Ich wollte jetzt auf die machen, weil die kann ich automatisch versorgen. Aber die kann ja, das ist ja keine Ölmühle. Da muss ich ja die hier nehmen. Ja, gut. Schade. Versuch was wert. Ja, weil die drei da hinten, die kann ich ja versorgen lassen. Apropos, wie viel Sorghum habe ich noch? 156.000. Dann werde ich jetzt aber gucken. Und zwar werde ich nicht mehr die vorderste Mühle hier nehmen, sondern ich werde die bei mittleren nehmen, weil ich die hier besser beliefern kann. Ich hoffe, ich merke mir das auch bis zum nächsten Mal. So. Das ist jetzt eine Mühle Nummer. Ich muss nur gucken, wo der Raps reinfällt. Der hier. Also wirst du aktiviert. Genau. Und dann die hier. Die hier. Die werde ich aber nicht verkabeln, weil da muss ich ja hier rein. Hier rückwärts, das wird nichts. Apropos verkabeln, ich wollte ja gucken, wie es beim Gülletruck geht. Mache ich, sobald ich den Raps abgeliefert habe. Da fährt er. Wunderbar. Freut mich, dich fahren zu sehen. Wo fährt denn jetzt hin? Ach, der fährt wahrscheinlich wieder nach hinten. Naja, der muss ja alle durch. Der holt ja von drei Stellen das die Hülle. Beeil dich! Ich will fertig werden, bevor es wieder dunkel wird. Ach, jetzt holt das doch von vorne. So. Das ist, was ich meine. Der fährt jetzt hier eine Ehrenrunde. So. Und das ist jetzt eine Mühlennummer. Kein Raps. Du bist aktiviert. Mühle Nummer Raps, genau. So. Genau, dann sind die beiden jetzt, die sich um den Raps kümmern. Und du bist hier auf Verteilen gestellt. Du bist auch auf Verteilen gestellt. Und du holst dir das Zeug nicht automatisch. Okay. Na gut. Sorghum ist ja auch eingestellt. Und das holen sich auch nicht automatisch, also in der Hinsicht. Ihr hüpft wie ihr Sprung. So, jetzt passt mal auf. Jetzt zieht er jetzt hier seine Ehrenrunde. Seht ihr, da drüben kommt er. Da hinten kommt der Truck. Er fährt immer von der Hauptstraße aus rein. Theoretisch könnte er hier. Ihr könnt hier abbiegen, von dem hier, und hier rumfahren.
So. Warte mal, jetzt will ich nochmal kontrollieren, dass die Pfeile alle richtig sind. Hier lang, hier lang, hier lang. So. Hier lang. Hier, hier. Dann geht er hier gegen. Ja. Und ab hier ist er ja auf der Strecke, die er von hier nimmt. Also er könnte hier rumfahren. Zack. Und dann wäre er hier. Oh. Und ich werde dir hier noch, weil sich das immer gut macht, eine Umfahrung anbieten. So. Ich habe dich festgestellt, wenn er diese Punkte umfahren kann, dann hat er weniger Probleme. So, seht ihr? Sorghum. 1, 2, 3, 4. Wo sind die anderen drei Mühlen? Ah, Schweinefutter. Kartoffeln kriegst du noch. Und du kriegst noch Stroh. Geht euch jetzt allen das Stroh aus? Nö. Die 2 kriegt Stroh. Alles klar. Und die 1 kriegt Kartoffeln. Machen wir erst die Kartoffeln. Genug. Und Kartoffeln haben wir nicht genug. Ups. Jetzt muss ich mal auf meinen schlauen Plan gucken, ob ich irgendwo ein Feld mit Kartoffeln geplant habe. Feld H. Ab März. Ja, Kartoffeln gibt es im Herbst wieder. Da kann ich ja jetzt Stroh fahren. Und du lieferst neues Gras. Gut. Wo ging das Stroh jetzt hin? Hier. Anlage 2. Okay. Dann kann ich doch Anlage 1 eigentlich abschalten. So. Und Anlage 2 kriegt Stroh. Okay. Gut. Der wartet, der macht. Ah, wunderbar. Gute Fortschritte. So. Ah, der steht schon wieder bereit. Den können wir auch gleich machen. Zumindest hängt hier keiner fest. Ist schon mal gut. Da fährt der Liersch. Was hat denn der Liersch? Ah ja, der Liersch fährt den Mist. Richtig. Oh, da wollte ich ja gucken, ob ich den wechseln kann.
Und zwar BGA hier. Mist, 73.000, 25.000. 4, 3. Fahr du mal bitte zum Hof. Wo fährt der hier hin? Nein, 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 stopp! Ach, ich habe da hinten wieder geklickt, wa? Du willst zu Anlage. Was habe ich gesagt? Anlage 3. Nee, das ist Anlage 3. Das ist Anlage 4. Genau. Halt! Das ist der falsche Liersch. Das ist der falsche. Auch der falsche. Hä? Wo ist mein Mistfahrer hin? Ich bin maximal verwirrt. Da steht er ja. Der fährt gar kein Mist. Warum fährst du kein Mist? Von Mist aufladen nach BGA 4? Mist. Dreimal. Klingt doch gut. Das BGA 3. So. A fährst du hier rum. B machst du das fünfmal. Und C viel Spaß. Gut. Läuft. Aber noch 130. Du bist angekommen bei Hofe. Was wollte ich mit dir jetzt machen? Sorghumhirse. Hier sind noch 10.000 drin. 19.000. Bist du gar nicht aktiviert? Oh, bist du nicht aktiviert? Ich warte auf das Zeug, verdammt nochmal. So, jetzt zeigen wir mal die anderen drei. Sorghum. 22.000, 23.000, 22.000. Weißt du was? Wir haben noch genug von dem Zeug. Hör mal. Fahr mal bitte in die Mühlen. Haben wir gesagt, wie heißen die Hofmühlen, wa? Da. Mühle 1. Ist natürlich klar, dass er das falsch rum. Du lädst auf bei Hauptsilo. Du lieferst ab bei Hofmühle 1. Dreimal. Sorghumhirse. Und du wechselst. Das heißt, jede Mühle kriegt jetzt erstmal einmal Sorghum. Alles klar? Alles klar. So. Warte, ich steige mal wieder aus, nicht, dass wieder was dann schief geht. Dann jetzt möchte ich mal gucken. Du hast 15.000 Gras, du hast 21.000 Gras und du hast 19.000 Gras. Ist halt so was dazugekommen? Ja. Gut. Und hier wird es Futter weniger. Das heißt, beim nächsten Mal können wir von dem hier machen.
Du bist bei BGA 3 Gülle liefern angekommen. BGA 3 ist die hier. 240.000. Ja. Dann wirst du jetzt die Gülle liefern an die BGA 4. Gut. Funktioniert. Ich will jetzt mal gucken in den Kuhstellen, wie viel Gülle da noch drin ist. 190.000. Achso, hier wird es ja nicht angezeigt. Da muss ich ja einen Zugang finden. So. 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 Ja, nehmen wir den ruhig. Da ist der Buchstabe. Du musst mir ja sagen, wie viel Gülle du noch hast. 260.000, also... Das wird hier noch. Der kann eigentlich rund um die Uhr fahren damit. Und deshalb will ich auch das große Silo haben. Damit ich dort, dass er einfach rund um die Uhr die Gülle abfährt. Und dann alles in dem Zentralsilo ist. Ich weiß gar nicht, ob das Zentralsilo das verteilen kann. Geht, glaube ich, nicht. Und wenn ich bei dir stelle mit Priorität C, hat er sich gerade aufgefüllt? Nein, er füllt sich ab. Genau, der füllt sich ab. Aber der füllt sich nicht selber auf. Das funktioniert nicht. So, jetzt muss ich hier gucken. Naja, Erdmann ist klar. Rapsöl werden wir ja nächsten Monat los. Brot werden wir nächsten Monat los. Apropos, wie sieht es mit den Eiern aus? Ich habe dir doch Eier geliefert, wa? Die sind wieder auf Null. Das müsste bedeuten, dass die Bäckereien alle ein paar wenige Eier haben und Kuchen backen. Gut. Ja, 22.000, 23.000. Ah, der hat 40.000. Sehr gut. Es funktioniert alles. Es funktioniert alles. Zumindest, genau. So, haben wir noch. Die. Auswählen. In Anhänger einladen. Jetzt muss ich darauf achten. Ist noch da. Okay. Also wird er danach noch eine Runde fahren. Und Abflug. Na, Freunde. Gut. Gut. Da hinten fährt der nächste lang. Wunderbar. Dich brauche ich gerade nicht. Da kannst du Benzin sparen. Dich brauche ich auch nicht. Denn wir haben noch genug Wasser. Apropos, ich habe doch gar nicht zu Ende geguckt, wa? Wie sieht es denn eigentlich mit meinen Bäumen aus? Und das sind jetzt die Bäume unten. Ah, die kann ich mit ein bisschen Saatgut auffüllen. Okay. Ihr habt, weil ihr habt. Langsam habe ich genug Wollevorrat. Sehr gut. Na, bei dir brauche ich nicht gucken. Du bist immer noch verbuggt. Und du hast noch zu tun. Sehr gut. Sehr gut. Dann würde ich sagen, der Hof Silage. Warte mal. Silage, Silage, Silage. Da. Dezember, Januar. Im Januar können wir Silage verkaufen.
Weißt du was? Ich schicke mal einen Truck hierher, der schon anfängt, die Silage in meine Silos zu packen. So. Wieder 12.000. Genau. Gib mir mal großen Trecker. Wir haben es. Der fährt jetzt nach hier hinten, wa? Ja. Und füllt mit Gras auf. Sehr gut. Und ich fahre rüber und würde sagen, dass ich hier Silage auffülle. Und dann können wir alles, was übrig bleibt, an Silage verkaufen. Genau. So, dass ich hier nämlich hin und wieder endlich mal das Fahrsilo leer mache. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal mit der nächsten Ernte, na gut, die kommt im Frühjahr, wieder anfangen, das Fahrsilo hier zu befüllen. Weil da hinten haben wir ja schon eins angefangen. Aber dadurch, dass wir jetzt die Felder brach liegen lassen über den Winter, wo ja eh nichts wächst, jetzt angekommen beim Schweinestall. Machen wir gleich. Erstmal mache ich den hier. Das geht ja ratzfatz. So, und zwar VW. Oh, ist er zu weit weg? Mist. Das zum Thema, es geht ratzfatz. Ja, gut, überredet. Ach, jetzt willst du, ja? Komm her. So. Mist. Und den wird er dann einfach in die 1 einladen. Wie viel haben wir hier noch? Ach, 400.000, naja. Warum muss kein Kopf machen, dass die Silage nicht reicht? So. Das war's, oder? Das war's. Dann wieder raus hier. Ach so. Du musst ja außen rumfahren. Oh, da blockiert sich jemand. Da muss ich noch schnell nachgucken. Als erstes wirst du abladen in Silo ein. Ah, nee, Futteranlage 1. A, B, C, D, E, F, G, H. F ist oben, Futteranlage 1. Bitte schön. Und ihr? Ja? Mach dich vom Acker hier. Hopp, hopp.
überlegt hat. Alles klar. Na? Oh, er muss sich beeilen. Weil ich muss schneller sein, bevor der andere kommt. Ansonsten übernimmt der und der hier steht wieder im Weg. So. So. Genau. Und jetzt ist nämlich der wieder bereit. Das heißt, wenn ich den jetzt abbreche, dann würde der angefahren kommen. Das Spiel kenne ich ja schon. Okay. Ich lasse jetzt ein bisschen arbeiten hier. Und würde einfach sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag. Und vor allem, see you. Hey, hey. So, und vor allem, see you later.